There are estimations that about 24 million ants are living here on these 3 hectares. It's a huge super colony, which is a real challenge to control. Ich bin jetzt seit 90 hier. Seit 90 bin ich im Bodenheim nicht. Am schlimmsten war es im Bett, wo ich wach geworden bin. Ich denke, was ist das? Nicht? Und ich decke auf und da krabbelt es überall schwarz. Nicht? Und dann habe ich meinen Sohn angerufen, weil ich mich nicht zu helfen wusste. Nicht? In meinem Alter ist man auch nicht mehr so. Und dann haben wir alles ausgeräumt, haben alles abgesaugt. Und dann war es noch einmal, also 2-3 Mal hatte ich's. Wir haben hier in unserem Haus seit dem ersten Tag, an dem wir hier eingezogen sind, ein Problem mit Ameisen. Was die Ameisenproblematik betrifft, ist die Dimension so, dass wir unser komplettes Haus befallen ist. Die Ameisen sind überall, in der ganzen Fassade, im Boden. Sie kommen aus den Steckdosen, aus den Lampen, aus den Toiletten. Und es betrifft nicht nur unser Haus, sondern den ganzen Straßenzug. Also hier im Ort tritt eine Ameisenart auf, die heißt Lasius neglectus. Und das große Problem dieser Ameisenart ist, dass es sehr, sehr viele Individuen, also Millionen von Arbeiterinnen sind, mit sehr vielen Königinnen. Und in der Bekämpfung muss man daher die in der gesamten Fläche arbeiten. Die Situation mit den Ameisen ist emotional sehr schwierig für mich. Es ist auch so, dass ich oft abends da sitze und weine. Es ist einfach hoffnungslos und man fühlt sich auch hilflos und alleine gelassen und weiß manchmal auch tatsächlich nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Wenn man die Ameisen in der Küche hat und sie an die Lebensmittel drangehen, dass das für die Betroffenen ein Unding ist. Also man kann 1, 2, 3 Ameisen da vielleicht tolerieren, aber in dem Fall hier waren es Hunderte. Und wir haben den Fall gehört, dass die Ameisen sogar durchs Bett gelaufen sind. Das heißt, es ist völlig klar, dass man mit den Tieren so nicht leben kann und möchte. Wir sitzen da große Hoffnung in Zusammenarbeit mit Syngenta aus der Schweiz. Ich freue mich, wenn das Viertel dann danach wieder zumindest mal mit dieser heimischen Ameise dann frei ist. He really would like to have us with him working against this problem. We know that our product Ardion Angel is greatly effective and the challenge will be to attack really or to reach all the ants. Wir haben eben in der Nachbarstraße das Advion Ameisengel ausprobiert und wir haben es an einen Baum gemacht und die Ameisen sind sofort dran gegangen, haben sich da drumherum gruppiert und haben es aufgenommen. Das heißt, man sieht, es ist sehr attraktiv und man sieht dann auch in Folge, dass es wirken wird. Wir vielleicht eine neue Geheimwaffe haben, mit denen wir das Ganze angehen und da freue ich mich drauf und da werden wir zusammen. Together we are sure we can solve the problem by the end of the year or in spring in the next season at the latest. Was die Zukunft betrifft, haben wir jetzt ein bisschen einen Hoffnungsschimmer und wir hoffen, dass das jetzt ein Ansatz ist, der wieder Licht ins Dunkle bringt.